Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur DOZ News. Sehen Sie jetzt die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche. Im Landkreis Fürth in Bayern ist es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Ein Jäger beobachtete vom Hochsitz aus einen wildernden Hund. Der Grünrock forderte die Hundebesitzerin daraufhin auf, den Hund anzuleinen und drohte, ihn im Wiederholungsfall zu erschießen. Das war für die Frau zu viel, sie holte ihren Mann. Der fackelte nicht lange, bestieg den Hochsitz, zog den Jäger nach unten, schlug ihm ins Gesicht und entwaffnete ihn, heißt es in einer Polizeimeldung. Anschließend warf er die Waffe und das Handy in einen Fluss. Ermittlungen wegen Körperverletzungen wurden eingeleitet. Und nochmal Bayern. Ein Nachsuchenführer hat bei Aschaffenburg eine scharfe Handgranate gefunden. Der Jäger suchte einen kranken Überläufer nach, als er plötzlich die gefährliche Waffe entdeckte. Nach Angaben eines Sprechers sei die kranke Sau direkt über die scharfe Handgranate gelaufen, so das Mainecho. Der Nachsuchenführer habe nichts angefasst und den Fundort sofort dem zuständigen Revierleiter sowie der Polizei gemeldet. Der alarmierte Kampfmittelräumdienst beseitigte schließlich den Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg. Im oberösterreichischen Mollen ist ein Jäger von einem Blitz getroffen und getötet worden. Der 60-Jährige saß am Rande einer Waldlichtung an, als ein Blitz in einen hohen Baum und in seinen Bodensitz einschlug. Das berichtet unter anderem der ORF. Die Wucht der elektrischen Ladung fügte dem Mann tödliche Verletzungen zu. Das Unglück wurde erst entdeckt, nachdem Angehörige des Jägers am nächsten Tag nach ihm suchten. Der Anfang August in Niedersachsen gerissene Chihuahua wurde sehr wahrscheinlich von Wolfshunden totgebissen. Wie das zuständige Ministerium mitteilte, könne nach der DNA-Untersuchung ein Wolf ausgeschlossen werden. Und diesmal was wirklich ganz Kurioses zum Abschluss. Eine Krähe in Hessen hatte wirklich einen rabenschwarzen Tag. Die Polizei erreichte einen Notruf, dass ein brennender Vogel vom Himmel gefallen sei und ein Feuer ausgelöst habe. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits mehrere Quadratmeter Wiese in Flammen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Dabei wurde auch der Pechvogel entdeckt, der den Brand ausgelöst haben dürfte. Die Polizei geht davon aus, dass die Krähe mit einer Oberleitung kollidierte, durch den Stromschlag Feuer fing und dann brennend abstürzte. Ein hierdurch ebenfalls ausgelöster Stromausfall konnte nach einer halben Stunde wieder behoben werden. Das waren die besonderen Nachrichten der letzten 7 Tage. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmanns Heil. Wenn Ihnen auch dieses Video wieder gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns einen Daumen hoch geben. Wenn Sie sehen wollen, welche Videos wir in unserem DOZ-YouTube-Kanal sonst noch hochladen, können Sie ihn hier unter mir abonnieren.